Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir hier im Wüstenland gleich 12 Powermonde sammeln können, also echt einiges. Aber trotzdem haben wir nicht den Powermond bekommen, den wir eigentlich kriegen wollten, nämlich den auf dem Turm da oben. Wir haben stattdessen alles mögliche andere Zeugs erkundet, aber nicht das gemacht, was wir eigentlich tun sollen. Aber warum denn noch nicht? Und jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr Zeug erkunden, was wir eigentlich gar nicht tun sollen, aber kann ja auch nicht schaden, wenn wir mit diesem Koopa hier reden. So, hallo. Hey Kumpel, Lust auf eine kleine Herausforderung? Gerne doch. Laufen finden ja die meisten ganz schön, aber kaum jemand gibt sich richtig Mühe. Beim Pfeillaufen geht's genau darum. Wenn du dich als Talent erweist, bekommst du sogar einen Preis. Willst du es mal versuchen? Gerne doch, ja? Na, hast rein! So, was muss ich jetzt machen? Okay. Die Regeln sind kinderleicht. Folge einfach den Pfeilen auf dem Boden. Aha. Jetzt kommt der knifflige Teil. Nach kurzer Zeit verschwinden die Pfeile. Du musst mindestens 80 Punkte einheimsen. Klar, auf geht's. Okay. Okay, ich muss relativ... Oh Gott. Ah, nee. Ach so, ich sehe. Okay, ich muss hier einen schönen Kreis entlang laufen. Was mir jetzt, glaube ich, nicht so ganz gelungen ist. Ah, nee. Okay, hab ich da ein bisschen unterschätzt, den Kreis. Okay, alles klar. Das sind wahrscheinlich keine 80 Punkte. Es waren mindestens 80 Punkte nötig, um zu gewinnen. Denkst du, dass du es geschafft hast? Eher weniger. Echt so knapp? Okay, dann ist es doch relativ einfach sogar. Eigentlich. Nicht verzagen, Kumpel. Nächstes Mal läuft es bestimmt besser. Ja genau, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich will es nochmal probieren. Mhm. Jetzt habe ich auch verstanden, was ich hier tun will. Ich will am besten das mit der Kamera so ein bisschen auch machen, dass ich immer geradeaus laufe und dann die Kamera aber dafür benutze, um dann immer halt hier so einen Kreis entlang zu laufen. Das wäre, glaube ich, am besten. So. Hier, ja, hier so. Ja. Ja. Das sah doch jetzt vielleicht ganz gut aus. Ah, nee, okay, nee, okay, ich hab schon wieder zu eng genommen, das gibt's doch nicht. Obwohl ich dachte, dass ich jetzt besser gemacht hätte, aber anscheinend auch nicht. Sogar noch weniger als gerade eben, okay. Hm, ja, das ist echt nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil ich muss auch zugeben, dass ich sowas auch im Allgemeinen nicht kann. Auch einfach freie Hand in einen schönen Kreis zu zeichnen, kann ich auch überhaupt nicht. Da kommen immer die ekligsten Ovale und Eier raus und sowas, aber nie wirklich ein Kreis. Und auch hier einen Kreis entlang zu laufen, ohne die Vorgabe zu sehen, ist auch ziemlich schwierig, finde ich. Ja, ich werde es nochmal probieren und dann einfach gleich versuchen, den einfach ein bisschen weiter entlang zu laufen, als ich eigentlich vielleicht denke. So. Na, ist das jetzt besser? Ich weiß nicht. Ja, auch wieder nicht. Hä? Bin ich denn so blöd? Ich krieg das nicht hin. Ich bin doch viel zu schlecht dafür. Das kann nicht wahr sein. Okay, ne, ich werde es jetzt nochmal probieren, bis ich es schaffe. Das kann jetzt echt nicht sein, oder? Ich meine, dass man hier mal ein oder vielleicht auch zweimal das verkackt, das kann schon mal sein, ja. Aber dass ich jetzt hier schon 4 oder 5 Anläufe oder sowas brauche, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Okay. So. Nochmal. Viel, viel weiter laufen, als ich denke. Hier so. So, wenn es jetzt aber wieder nicht passt, dann wäre ich echt hart verwirrt. Jetzt bin ich viel zu weit draußen gelaufen. Wie kann das denn eigentlich sein? Warum bin ich da so schlecht? 54 nur. Das gibt's doch nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Das ist ja jetzt echt ein schlechter Witz, oder? Soll ich hier sogar schneiden jetzt? Ne, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich werde das ja jetzt wohl hinkriegen, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, was mir auch gerade auffällt, ich kann mir auch natürlich Wegpunkte merken. Ich muss nämlich zwischen, halt auf jeden Fall zwischen diesen komischen Straß- oder Grasbüschen oder wie auch immer, was auch immer das sein soll, da auf jeden Fall durch. Und das kann ich mir so ein bisschen als Anhaltspunkt dann merken. Ja, okay. So. Also zwischen denen durch. Hier so. Okay, das war jetzt aber besser, oder? Okay, oh, boah, das ist ja perfekt. Das ist ja auf der linken Seite besser als auf der rechten. So, jetzt aber. Und wir haben 100 Punkte. Schön. Mann, ey. Dein Lauf war nicht von schlechten Eltern. Tada, dieser Mond gehört jetzt hier. Okay. Das war jetzt auch ein bisschen peinlich fast schon. Diese ersten Versuche. Aber na gut, zu Fuß in der Wüste. Alles klar. Gut, haben wir das auch geschafft. War jetzt, wie gesagt, ein bisschen sehr schwierig und hätte vielleicht auch dann doch etwas einfacher werden sollen, als es jetzt letztendlich war. Aber wir haben es ja geschafft, deswegen passt jetzt alles. So, jetzt will ich dann diesen Weg hier nochmal entlang laufen. Aber ich möchte dann gleich wieder ein bisschen fernab des eigentlichen Weges gehen, weil ich ja nämlich ganz gerne nochmal diesen einen Weg dann gleich entlang gehen will. Ich brauche die Kugel wieder gar nicht. Weil ich dann nochmal diesen einen, aufpassen, diesen einen Weg dann gleich entlang gehen will. Und zwar, wo ich nämlich in diesen Treibsand da reingefallen bin. Nochmal kurz den am besten schnell aktivieren. Das war ja hier unten, ne? Genau, da bin ich nochmal kurz rein. Weil da waren wir beim letzten Mal ja auch schon drin und haben da auch schon einen Mond gesehen, wo ich dachte, dass ich an den auch hinkommen würde, aber da kommen wir jetzt dann doch erst, kamen wir doch anders noch hin. Mit einem Wandsprung nämlich, den da oben. Und den will ich mir jetzt noch ganz gerne holen, genau. Da oben sind übrigens auch noch voll viele Münzen. Wie komme ich eigentlich dann da nach oben?
Weil ich meine, da komme ich ja selbst mit Wandsprung nicht hoch, oder? Ich weiß nicht genau, wir werden gleich mal austesten müssen, ne? Weil ich da irgendwie nach oben kommen kann. Vielleicht sind hier unsichtbare Blöcke über denen. Das kann sogar sein. Ja, tatsächlich, okay. Und da komme ich dann hier nach oben. Ja, okay, werde ich dann gleich nochmal probieren, ob ich da auch hochkomme, weil viele weitere Münzen mitzunehmen kann ja auch nie schaden. Muss jetzt nur nach oben irgendwie kommen. Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht am besten von unten aus starten schon. Dann hier so nach oben. Nee. Ja, ich meine, das ist immer ein bisschen... Okay, so geht's vielleicht am besten. Jetzt geht's aber auch schon nicht mehr weiter. Nee, okay, ist doch nicht richtig. Ich dachte, es würden jetzt hier immer weitere unsichtbare Blöcke kommen, bis ich dann da nach oben kommen kann. Aber anscheinend doch nicht. Aber die Frage ist natürlich, wie komme ich da nach oben? Weil irgendwie kommt man doch bestimmt noch dahin. Weil das sind ja nicht umsonst die ganzen Münzen drauf. Vielleicht sind dann da oben irgendwie unsichtbare Plattformen oder so. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal kurz hier nach oben auf jeden Fall. So, wow. Also, nein! Oh Gott. Okay, ich muss warten, bis die da ganz oben sind, weil ich ansonsten da zerquetscht werden würde. Das wäre nicht so gut. So. Okay, das ist besser. Oder bin ich jetzt sogar hoch genug, um zu den Münzen einfach hinlaufen zu können? Okay, ich muss da einen Weitsprung drüber machen. Oh Gott. Okay. Ich probier's mal. Moment. Hä? Nein, ich... Was? Warum? Nein! Okay, verdammt. Vielleicht hätte ich das sogar auch noch dann jetzt Cappy benutzen sollen, weil das kann ich ja auch machen, dass ich ihn eben nach vorne werfe und dann von ihm wegspringe und dass ich dann nochmal dadurch etwas weiterkomme. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ein Weitsprung, mit dem kann man ja... Das war auch gut eigentlich. Mit einem Weitsprung kann man ja schon auch relativ weit eigentlich kommen. Das, der heißt ja nicht mehr sonst so. Deswegen würde mich das wundern, wenn ich da mit der anderen Technik dann eher hinkommen sollte. Ich weiß nicht genau. Und ja, immer noch diese Eismechanik verwirrt mich immer noch ein bisschen. Weil das ist nämlich schon schwieriger, als es aussieht, weil es hier alles relativ schmale Gänge sind. Und durch die Eisbisse kann man hier wirklich relativ leicht dann auch mal blöd runterrutschen, wie auch ich gerade. Und hier komme ich nicht nach oben, weil ich nämlich hier nicht wirklich an Höhe gewinnen kann. Ja, doch ein bisschen schon. Okay, passt auf jeden Fall. Gut. So. Dann lässt es sich nochmal probieren. Ich meine, eigentlich will ich ja nur den Powermond haben, ich weiß schon. Aber ich würde schon auch ganz gerne wissen wollen, wie und ob ich da an die Münzen rankomme. Ich weiß nicht, ob ich dann gleich nochmal einen weiteren Weitsprung versuchen soll oder ob ich eine andere Taktik anwenden soll. Aber ich wüsste eben nicht genau, was ich da sonst jetzt arg viel besser hätte machen können. Weil das mit Cappy ist auch ein bisschen sehr riskant, habe ich den Eindruck. Und ich glaube schon, dass es mit Weitsprung eigentlich am besten gehen dürfte. Vielleicht noch ein bisschen mehr versuchen, die Kante da auch wirklich genau zu erwischen. Also hier so. Ich werde es nochmal mit Weitsprung probieren. Hä? Was? Das war doch... Okay, also der Sprung war jetzt eigentlich nahezu perfekt, finde ich. Ich bin genau an der Kante abgesprungen und habe auch genau die richtige Ecke anvisiert. Aber trotzdem geht's mit Weitsprung anscheinend. Ich muss es doch anders probieren. Okay. Ja, ich sehe auf jeden Fall schon kommen, dass wir jetzt in diesem Part nicht ganz so viel Fortschritt haben werden wie im letzten Part. Also 12 Monde werden es jetzt wahrscheinlich hier in diesem Part dann nicht werden. Würde ich mal tippen, da wir jetzt dann hier schon relativ lange brauchen, bis wir mal irgendwas gebacken kriegen. Weil ich hier bei der Cooper-Herausforderung gerade voll lang gebraucht habe und ich jetzt auch hier noch ein bisschen hänge und nicht genau weiß, wie ich da wirklich sinnvoll zu diesem Münzhaufen da hingehen soll. Ich meine, der ist ja eigentlich auch völlig egal, weil da ist ja nichts Wichtiges, wie es scheint, weil Münzen sind ja jetzt nichts unendlich Wichtiges. Aber ich will da natürlich trotzdem hinkommen, einfach weil ich da halt hinkommen will, ne? Deswegen erst dann gleich nochmal probieren. Andererseits, es fällt mir gerade auf, ich könnte vielleicht mal zuerst mit dem Mond schnell holen. Das wäre vielleicht am geschickter, dass ich mir zuerst den schnell hole. So? Okay. Und dann jetzt versuche, zu den Münzen hinzukommen. Schatz der Eishöhle. Okay. So, jetzt nochmal. Und dann will ich doch gleich Cappy benutzen. Was dann doch wahrscheinlich so am sinnvollsten ist. So, mal kurz gucken. Hier so. Ja, ich weiß aber, das ist aber trotzdem irgendwie komisch, finde ich. Weil ein Weitsprung geht doch weiter als so ein normaler Sprung. Selbst wenn ich da mal von einer Plattform wegspringe, oder? Ja, ich probier's mal. Moment, ich will aber schon geradeaus das ausrichten. Vielleicht soll ich am besten mit Weitsprung auf Cappy rauf sogar, geht das? Ich hoff mal. Hä? Nee, es reicht auch nicht, ne? Das gibt's doch nicht. Warum komme ich denn da jetzt nicht hin? Ich meine, was ich natürlich auch noch machen könnte, ist, dass ich dann, nachdem ich von Cappy abgesprungen bin, dass ich dann noch hier so einen Hechtsprung mache. Das ist jetzt noch ein bisschen kompliziert. Oder, ich meine, kann ich denn von einem Weitsprung aus einen Hechtsprung machen? Nee, oder? Warte mal. Nee. Ja, okay, aber ja, stimmt, ich kann danach aber noch Cappy werfen, wenn ich will. Warte mal. Ah, okay, und damit komme ich dann nämlich schon hin. Das ist aber jetzt schon ziemlich kompliziert, finde ich, da hochzukommen, da man dann doch Mario da ziemlich gut beherrschen muss. Und auch genau wissen muss, was er denn so für Tricks drauf hat, um da hinzugelangen. Weil mit einfachen Tricks, sage ich jetzt mal, oder halt, mit einfachen Moves kommt man da nicht hin. Da muss man dann schon ein bisschen sehr viel tricksen, finde ich. Und das ist ein bisschen sehr schwierig, muss ich zugeben, da jetzt wirklich an die Münzen dann ranzukommen. Boah, Hilfe. Da jetzt wirklich an die Münzen ranzukommen, aber ich habe nichts dagegen, weil ich ja Schwierigkeit mag.
Aber trotzdem wundert mich das, dass es tatsächlich so hart ist, da hinzukommen. Okay. Dann werde ich es jetzt doch noch mal mit Weitsprung gleich probieren. Und dann aber ganz am Ende von meinem Weitsprung werde ich noch Cappy werfen. Weil dadurch kann ich nämlich dann ein bisschen länger in der Luft bleiben und auch etwas weiterkommen. Und dann sollte ich da hingelangen können. Hoffe ich zumindest. So, jetzt nochmal. Also. Genau, trotzdem wieder ausrichten. Dann genau die Ecke anvisieren. Und werfen. Und wir kommen hin. Okay. Puh. Das war jetzt aber dann schon echt schwierig. Am besten hier neben dem Moment. So einsammeln. Yay. Das war echt nicht einfach. Aber ganz cool. So, dann will ich auch mal so weit zurück, wie es irgendwie geht. Komme ich da rüber bestimmt, oder? Wir probieren es mal. Hui. Okay, ja, das muss ich auf jeden Fall merken, dass ich dann immer am Ende von einem Weitsprung nochmal Cappy werfen sollte, weil ich dann eben so ein bisschen weiterkommen kann. Okay, ja. Das ist ganz interessant. Ich meine, da kann ich sogar was anderes auch nochmal kurz ausprobieren. Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich meine, ich muss dann auch noch viele von den Moves von Mario auch lernen, dass ich auch genau weiß, was ich so alles anstellen kann. Also ich kann einen Weitsprung unterbrechen, indem ich Cappy werfe. Das ist auch ungewöhnlich, weil eigentlich kann man Weitsprünge ansonsten nicht unterbrechen. Kann ich dann danach auch wieder eine Stampfattacke machen? Kann ich. Das heißt, ich kann danach auch wieder einen Hechtsprung machen. Wow, das ist ganz cool. Ja, das habe ich jetzt gerade nämlich schon probiert. Kann ich es schaffen, dass ich einen Weitsprung mache, Cappy werfe, dann den Hechtsprung mache und dann auf Cappy lande und dann nochmal weiterkommen kann? Geht das? Das wäre ziemlich witzig. Wow, das geht da... Das geht tatsächlich. Wow, ich will nicht nochmal rein. Kann man das unendlich oft machen? Oder wie? Weil dann kommt nämlich Mario überall hin. Und zwar wirklich überall. Das wäre ganz witzig auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht genau. Ja, okay. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Weil das haben wir ja schon auch mal in einem vorherigen Part herausgefunden, dass ich... Wie komme ich jetzt eigentlich hier wieder raus? Kann ich mich hier... Okay, ich kann hier nach oben gehen. Dass ich Cappy, nachdem ich ihn schon mal einmal als Plattform benutzt habe, dass ich ihn dann nicht nochmal als Plattform benutzen kann, bis ich wieder den Boden berühre. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Im Allgemeinen. Und deswegen kann ich dann nicht überall hinkommen. Aber trotzdem ist es eine ziemlich witzige und elegante Taktik, wie ich finde, um dann doch einige Orte zu erreichen, die man auch vielleicht noch gar nicht so wirklich erreichen soll. Ist auch eine ziemlich komplizierte Abfolge von Knöpfen, wie ich finde. Also erst einen Weitsprung, dann Cappy werfen, dann einen Hechtsprung und dann hier rüber. Das ist aber ziemlich cool und macht auch Spaß, das einzusetzen. Also werde ich dann noch auf jeden Fall vielleicht ein bisschen weiter üben, dass ich dann noch ein bisschen besser diese Technik beherrsche. Okay. Dann war es mir... Okay, ich kann sogar ducken hier, interessanterweise. Dann nach unten drücken kann ich aber nämlich auch ducken. Oder halt mit der Taste eben, genau. Dann waren wir jetzt, wie gesagt, bisher in diesem Part nicht so... Was mache ich eigentlich für einen Scheiß? Waren wir also bisher in diesem Part nicht so mega erfolgreich, was die Mondausbeute angeht, das stimmt. Aber wir haben trotzdem sehr wichtige Dinge angestellt, wie ich finde. Nämlich halt neue Moves für Mario herausgefunden und auch sehr wichtige Moves. Da wir jetzt halt mit dieser coolen Abfolge von Bewegungsaktionen dann so ziemlich überall hinkommen können. Und das ist echt ganz cool, wie ich finde. Deswegen, das war's schon... Ich wollte ja nicht mal was zerstören, egal. Deswegen, das war schon wert, würde ich sagen, dass wir da so viel Blödsinn gemacht haben. Denn jetzt weiß ich da schon viel besser Bescheid und kann dann schon... hoffentlich auch... Okay, da ist ein Geschenk da. Ja, nur so halb geschenkt. Und kann man hoffentlich auch schon solche Aktionen halt in Zukunft viel besser einsetzen. Okay, cool. So, wieder kurz mal die Aussicht genießen. Und dann nach oben wollen wir. Und da oben, das sieht übrigens ziemlich nach... Ich kann ja auch zoomen irgendwie, ne? Mit Y. Das sieht ziemlich nach Kampfareal aus, finde ich. Also da wird dann ziemlich sicher ein Bosskampf stattfinden. Mal gucken. So, okay. Ja, den Mond will ich ganz gerne haben. Ehrlich gesagt. Wir könnten jetzt den Kugelwilli benutzen, aber wir könnten auch nochmal die Taktik versuchen. Warte mal kurz. Moment. So. Yeah! Boah, das ist voll cool. Yay, ein Mond für dich. Aus einer Kiste in den Ruinen. Okay. Und Monde heilen einen auch. Sehr schön. So, noch eine Münze. Alles klar. Gut. Ja, hier ist immer noch dieser eine Mond. Komme ich zu dem jetzt mit dem Kugelwilli hin? Das könnte ausreichen. Ich bin auch auf der richtigen Höhe. Das will ich mal kurz probieren. Auch schütteln. Ja, genau. Das schaffen wir. Sehr schön. Und ein weiterer Mond für uns. Yay! Ja, allein dadurch, dass wir jetzt so viele Monde hier direkt hintereinander bekommen haben, können wir jetzt dann vielleicht doch noch die Ausbeute hier um einiges erhöhen. Das ist ganz schön. Kann ich von hier aus jetzt noch irgendwas anderes machen, von hier oben aus? Scheint nicht so zu sein. Dann war es jetzt erstmal. Vielleicht kommen übrigens auch doch schon tatsächlich hier zu dieser Insel rüber, mit eben diesem Trick, den ich gerade herausgefunden habe. Das wäre ziemlich witzig, wenn man da schon jetzt einfach so hinkommen sollte, wo man da noch gar nicht hinkommen soll, eigentlich. Aber ich werde es mal trotzdem sein lassen. Yeah! Boah, das macht voll viel Spaß, das einzusetzen. Hui! Ja genau, aber ich bin mir eben relativ sicher, dass es nur einmal klappt und eben dann doch nicht mehrmals. Okay.
Sondern wir haben ja auch hier schon eine Abkürzung, weswegen ich dann hier wieder nach oben kam leicht. Dass wir diesen ganzen anderen Weg nicht nochmal entlang laufen müssen. Genau, perfekt. Okay, ja, hier muss ich nochmal nach oben. Oder ich meine, kann ich da vielleicht auch tricksen? So irgendwie? Hier so und dann noch mit dem Wandsprung. Da kommt man bestimmt auch irgendwie anders nach oben. Ich weiß noch nicht genau wie. Ja, doch, ich habe vielleicht eine Idee. Warte mal kurz. Ich am besten hier so. Ja, fast. Aber das will ich mal kurz austesten, weil ich glaube, dass man da auch schon, wie gesagt, nach oben kommen kann. Und ich will es mal kurz austesten. Shit. Ja, das Problem ist, dass ich halt dann immer auch wirklich genau auf Cappy wieder landen muss. Und das ist nicht so ganz einfach. Okay, ja, das wäre sogar schon fast gewesen. Ich brauche Cappy gar nicht mal wirklich. Genau. Okay, ja, das ist ganz cool auf jeden Fall, weil ich liebe es in meinen Mario-Spielen, wenn man so ein bisschen die Level auch kaputt macht und nicht unbedingt immer so spielt, wie sie eigentlich gedacht sein sollen und man sich da so ein bisschen nach oben trickst, indem man halt coole Moves benutzt von Mario. Und genau das können wir auch hier dann wirklich tun. Das ist echt ganz witzig. Ich will am besten hier den benutzen. Das ist mal einiges einfacher. Denn ja, wir können ja sehen, dass Mario mit seinen Möglichkeiten hier in diesem Spiel auch wieder so ziemlich überall hinkommen kann schon. So ungefähr, weil er kann ziemlich viel an Höhe gewinnen und vor allem auch an Weite mit dem Trick, den wir gerade gesehen haben. Deswegen, das ist echt ziemlich cool, wie ich finde. Okay. So. Genau, da hinten ist ja auch noch ein Mond übrigens. Wie komme ich eigentlich da hin? Komme ich da auch mit... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Komme ich da mit diesem Kugelwilli auch hin? Bin ich da auf der richtigen Höhe? Das werden wir nochmal kurz austesten. Bin ich glaube ich schon, oder? Ja, ich will mal den am besten auch noch ganz gerne holen, weil wenn ich schon einen Mond hier direkt vor mir sehe, will ich den schon ganz gerne auch haben. Moment. So, am besten wieder viel Gas geben, weil wir wissen ja schon, dass der Kugelwilli, dass ihm auch irgendwann der Saft ausgehen wird. So. Ja. Nein, 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 nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich habe mich noch retten können. Ich habe mich noch retten können. Das war jetzt ehrlich gesagt eher Zufall, weil ich habe jetzt einfach irgendwelche Knöpfe gedrückt. Und das war jetzt eher Zufall, dass ich jetzt da noch einen Hechtsprung ausgeführt habe. Aber so kann man sich dann echt auch noch teilweise retten, weil ich war da jetzt eigentlich schon zu tief, aber mit dem Hechtsprung habe ich mich noch retten können. Das ist echt cool. Okay, nochmal. Yeah, war so cool. Ja, es geht echt nur einmal. Alles klar. Und einen Hechtsprung kann ich auch nicht abbrechen, übrigens, indem ich Cappy werfe. Ich kann nur einen Weitsprung abbrechen, indem ich Cappy werfe. Alles klar, also wirklich sehr, sehr interessante Bewegungen, die Mario hier in dem Spiel drauf hat. Alles klar. Sehr schön. Kommt man auch hier einfach rüber und muss diese Sanddünen gar nicht ausnutzen. Boah, das macht super viel Spaß. Ja, einfach nur mit Mario ein bisschen abzugehen und Blödsinn zu machen. Hui. Okay, ich muss schon zuerst Cappy werfen, um noch ein bisschen mehr an Höhe zu gewinnen. Also erst hier Seitwärtssprung, Wandsprung, Cappy werfen und dann hier rüber. Und da kann man sich auch diesen 2D-Abschnitt sparen. Ah, ich liebe es. Das ist so cool. Ach Gott, ey. So, auf jeden Fall jetzt ist dann hier ein weiterer 2D-Abschnitt. Auf diesen Turm hier. Und das ist dann doch ein bisschen zu hoch. Also das schaffe ich dann, glaube ich, doch nicht ganz durch Cheaten. Da muss ich dann schon den richtigen Weg entlang gehen. So. Dum, dum, dum. Gut. Dann gehen wir mal kurz hier nach oben. Also muss ich auch wirklich... warum bin ich halt so schlecht? Keine Ahnung. Also muss ich auch wirklich zugeben, das sieht wirklich alles auch super cool aus hier. Wie auch diese ganzen 2D-Abschnitte eben in die Welt integriert wurden. Das ist super cool einfach. Nur, dass wir jetzt hier bei diesem Turm eben so spiralförmig oder auf jeden Fall halt so kreisförmig da so einmal außen rum laufen. Das ist wirklich super cool einfach nur... Und deswegen liebe ich das auch total. Muss ich hier sogar die Kugelwillis benutzen? Nee, ich kann auch hier nach oben. Alles klar. Aber da oben sind auch wieder welche. Die werden dann doch bestimmt gleich rausschießen. Genau, ich meine, ich kann mich auch ducken. Ich weiß schon. Aber springen geht ja auch. Und ein paar Münzen einsammeln. Genau. Und auch hier rüber. Und dann sind wir auch schon gleich oben. Und können dann endlich mal den Mond erreichen, den wir schon eigentlich vor Ewigkeiten uns hätten holen sollen. Nehme ich diesen hier. Yay! Oben auf dem Ruinenturm. Sehr schön. Unser 18. glaube ich schon. Aha, okay. Mondstücke im Sand. Ah, die Kollegen. Die kenne ich auch schon aus Trailern. Und die sind auch ziemlich cool. Alles klar. Also hier haben wir jetzt anscheinend dann auch schon... mehrere Hauptmissionen, denen wir folgen müssen, um dann mal ans Ende zu kommen von der Welt, sag ich mal. Weil, es war ja so, dass wir... Was ist eigentlich das für Dinge? Da? Und wie komme ich an die Münzen ran? Hui. Ah, siehst du mal. Okay, ist auch ganz cool. Aber auf jeden Fall war es ja eben in der vorherigen Welt, in den Kaskadenfällen so, dass wir dort nur zwei Hauptaufgaben quasi hatten. Einmal den ersten Mond uns zu holen. Wow. Okay. Einmal uns den ersten Mond zu holen. Und dann anschließend halt schon die eine Hasenfrau da zu besiegen, die Gassi gegangen ist. Genau. Und hier haben wir jetzt aber schon mehrere, weil ich glaube jetzt nicht, dass dann das da unten dann schon die letzte... Also, okay. Ich glaube nicht, dass dann das da unten schon die letzte Mission sein wird hier aus der Welt. Ich glaube schon, dass es da noch weitere geben wird. Hui.
Okay. Auch ziemlich cool. Und auch wieder, den will ich aktivieren. Ich meine, das sind zwar auch Gefahren, die ich hier aktiviere, weil ich über die Laserstrahlen drüber springen muss, aber die zerstören auch Sachen für mich, wo ich dann wiederum andere Sachen bekommen kann. Oder so. Deswegen kann das, glaube ich, nicht schaden. Hilfe. Oh Gott, das ist ein bisschen brenzlig hier. Die Münzen will ich auch haben. Ja. Okay. Und die Münzen da vorne natürlich auch. Und jetzt sind wir nämlich hier dann schon auf der einsamen Insel. Und da wir da unten dann gleich einen Checkpoint aktivieren können, heißt es ja, dass wir uns dann jederzeit hier hinwarpen können. Denn das haben wir auch schon gehört, dass die Checkpoints eben als Teleportstation gleichzeitig auch fungieren. Genau. Yay. Röntgolith-Habitat. Oder so. Bist du ein Röntgolith? Was sag ich das hier? Ah, okay. Ein Mondstück. Silbersterne quasi, wenn man so will. 5 muss man sammeln und dann kriegen wir einen Mond. Nämlich dann diesen hier wahrscheinlich. Okay. Ja, bevor ich aber mal diese Typen dann hier kapere oder capere, wie auch immer, will ich mal kurz mich hier noch umsehen. Weil es hier bestimmt noch weitere Sachen zu entdecken gibt. Weil wir haben ja von dort hinten aus, als wir da schon mal waren, hier auch schon weitere Sachen entdecken können. Okay, das macht mir Schaden, wenn ich dagegen laufe. Ja, ich meine, macht auch Sinn. Aber habe ich trotzdem nicht erwartet, ehrlich gesagt. Muss ich aufpassen. Was zum Beispiel hier? Hier ist nichts. Aber irgendwo hier war doch noch... Das habe ich doch von da hinten aus gesehen. Irgendwo hier war doch eine Tür, die hier so... an der Seite war, oder nicht? Ich glaube eigentlich schon. Und was ist eigentlich da hinten? Ist es eine lila Münze da drin? Nee, ist irgendwas anderes, oder? Da im Eis. Ich weiß nicht genau. Und wie ich da oben hinkommen soll, weiß ich auch noch nicht übrigens. Keine Ahnung. Aber ich lasse dann erstmal. Und will ich hier noch weiter umgucken. Aber ich meine, die Tür, die ich da gesehen habe, das war doch eine, oder? Müsste eigentlich hier irgendwo gewesen sein. Ich weiß noch nicht genau, wo. Hilfe, nicht nach unten fallen. Oder das war doch so. Ich habe mich doch da hinten hingestellt zu dem Typen und habe doch dann hier irgendwo eine Tür so an der Seite gesehen. Oder spinne ich jetzt? Ah, ne, okay. Da ganz hinten ist es. Das ist gar nicht hier auf der Insel, das ist dann wiederum da hinten. Komme ich da von hier aus hin? Ja, ich meine, vielleicht schon mit meinem coolen Trick. Aber ich will es dann doch nicht so viel hier kaputt machen, ehrlich gesagt. Ich will es dann schon das auch so spielen, wie es gedacht ist. Deswegen wäre es dann doch hier die Typen capern oder kapern. Yay. Sonnenbrille aufsetzen oder abnehmen? Genau, das ist nämlich ziemlich cool. Sieht auch sehr stylisch aus, der Kollege. Sehr schön. Denn das ist wirklich auch ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Denn wir können jetzt eben sehen, dass wenn ich die Sonnenbrille aufhabe, dass dann unsichtbare Plattformen mir angezeigt werden, auf denen ich dann auch entlanglaufen kann. Die sind immer wirklich nur unsichtbar. Die sind auch immer noch da, wenn ich die Sonnenbrille absetze. Weil ich kann immer noch darauf entlanglaufen, das weiß ich eben auch schon. Aus Trailern, genau. Aber es ist so, wenn ich die Sonnenbrille dauerhaft aufhabe, bin ich langsamer. Also wenn ich wirklich schnell laufen will, dann muss ich sie absetzen und muss mir dann merken, wo hier, kann ich eigentlich auch springen? Nee, springen kann ich nicht, okay. Muss mir halt merken, wo die denn hier gewesen sind. Ich will mal kurz wieder raus hier. Weil das muss ich nämlich Mario holen. So, jetzt geradeaus hier entlang laufen. So. Okay. Wieder geradeaus zurück. Hui. Sehr schön. Und wieder herkommen. Alles klar. Denn wir möchten noch zwei weitere von diesen Monddingern hier finden. Wer weiß, wo er hin wollte. Okay, oh, ja, okay, tatsächlich. Das sind die Fußspuren von Bowser, oder? Schon, oder? Also Bowser war wirklich hier auch genau an dieser Stelle. Interessant. So. Und auch noch hier können wir entlang laufen. Genau. Welche mal am besten hier so machen, weil das sind ja gerade Strecken und das können wir auch so hinkriegen. Und die sind dann, okay, und unsichtbare Münzen werden einem sogar auch angezeigt, während man die Sonnenbrille aufhat mit dem Typen. Das ist auch ganz cool. Dann gehe ich auf jeden Fall noch diesen Weg hier auch schnell entlang. Denn ich habe da noch ein weiteres Mondstück gesehen. Können diese Typen hier eigentlich in der Grütze baden? Ich weiß nicht genau, weil diese anderen komischen Löwenviecher, die Miauxis oder wie die hieß, die wir im letzten Park getroffen haben, die konnten ja hier reingehen. Kann der das jetzt auch? Soll ich mal testen? Ich will mal kurz nach unten gehen erstmal. Hui. Ich werde es mal kurz testen. Wow. Okay. Haben wir jetzt ein paar neue Sachen gelernt? Nein, können sie nicht. Aber ich bin nicht sofort tot danach, weil ich danach noch mit Mario eine Chance gehabt hätte, hier rauszugehen. Aber ich habe den nicht genutzt und es ist so, wenn Mario die Grütze berührt, stirbt er tatsächlich instant. Also es ist nicht so, dass er erst noch ein paar Lebenspunkte verliert. Er ist wirklich sofort tot. Alles klar. Hier komme ich auch nicht rein. Ah, okay, hier ist ein P-Switch. Das ist ja interessant. Aber ich komme da noch nicht ganz hin, wie gesagt. Wo ist jetzt eigentlich noch das letzte Stück? Frage ich mich gerade. Weil ich habe jetzt eigentlich schon das meiste... Ah, da hinten, okay. Einfach erkundet hier. Und ist einfach hier dann auf dieser kleinen Sanddüne zu finden. Okay. Yay, ein weiterer Powermond. Den wir uns, würde ich vorschlagen, auch gleich mal holen können. So.
Ja, wenn ich den treffen würde. Ich wollte mit einem coolen Dreisprung reinjumpen, aber war daneben. War dann doch nicht ganz so cool und elegant, wie ich dachte. Naja. Mondstücke im Sand. Yay! So, und der nächste Hauptauftrag. In die Pyramide rein. Die auf dem Kopf steht, aus irgendwelchen Gründen. Oh. Kopfstand-Pyramide Showdown. Okay. Genau, und da oben findet dann eben ein weiterer Kampf statt, wie ich mir schon dachte. Und das ist dann wahrscheinlich das Ende der Welt so irgendwie. Also dann scheint es auch so zu sein, dass wahrscheinlich jede Welt auch immer dann am Ende einen großen Bosskampf haben wird. Da muss man halt erstmal dann hinlaufen und auf dem Weg ein paar weitere Missionen erfüllen. Und am Ende gibt es dann eben immer einen Bosskampf. Das ist echt eine ziemlich coole Idee, finde ich. Also gefällt mir. So, gab es eigentlich hier noch mehr zu tun auf dieser kleinen Insel? Ich habe auf jeden Fall nichts arg Auffälliges gesehen, obwohl hier bestimmt noch weitere Monde zu finden sind. Aber ich werde es dann jetzt erstmal sein lassen, würde ich sagen. Ich meine, da hinten bei dem Peace Witch halt zum Beispiel. Aber da komme ich ja aktuell noch nicht hin. Deswegen lasse ich es erstmal. Weil vielleicht finden wir dann ja in der Pyramide eine Antwort darauf, warum denn hier alles zugefroren ist. Wäre auf jeden Fall ganz schön, wenn wir dann dort irgendwie eine Antwort bekommen würden. Mal schauen. So, am besten nochmal kurz dann schnell gucken, was uns da erwarten wird. Ja, genau. Da oben sollen wir hin, aber wir können noch ein bisschen mehr hier vielleicht auch entdecken. Da ist auch irgendjemand. Und hier ist noch ein bisschen mehr Zeug. Auf jeden Fall ist hier immer noch halt alles eingefroren. Und da ist auch was. Ja, da kann ich vielleicht auch schon irgendwas. Da kann ich auch schon reingehen sogar. Ja, dann will ich glaube ich sogar erstmal hier hingehen, weil mich der Ort hier erstmal eher interessiert. Ehrlich gesagt. Am besten mal kurz die Karte aufrufen. Genau, eben hier diese Ecke. Gehe ich erstmal da hin. Und guck erstmal, ob ich da noch irgendwas Tolles dann gleich finden kann. So. Erstmal euch alle zerstören und ein paar Münzen kriegen. Auch nicht schlecht. Okay. Oder auch häufiger hier auch an den Rändern sollte ich entlanglaufen, weil da vielleicht sie mal ganz, ganz fies irgendwo was versteckt haben. Aber hier jetzt anscheinend erstmal nicht. Okay, aber erstmal Checkpoints zu aktivieren, wie gesagt, das ist niemals verkehrt. So, gut. Und hier... Ah, da kann ich mir so einen Typen wieder herbeiholen, oder? Genau, kann ich. Ja, das werde ich dann vielleicht gleich noch machen, aber ich brauche ihn erstmal noch nicht, weil ich jetzt eh erstmal in die Tür reingehen will und dann diesen Ort hier erkunden will. Wenn ich hier hinten entlang gehe, finde ich da irgendwas? Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ja, so ein kleiner Hintereingang mit ein paar weiteren Münzen. Und wir haben mehr als die Hälfte. Yay. Aber es fehlen immer noch 49, obwohl wir schon relativ viel von der Wüste eigentlich gesehen haben, finde ich. Aber trotzdem fehlen da echt noch sehr viele. So, und hier vorne geht es dann eben weiter, ja. Ich möchte erstmal hier nach oben. Warte mal. Na, fast, okay. Schaffe ich nicht ganz. Also dann werde ich doch einfach den Haupteingang nehmen. Weil ich dann wahrscheinlich, wenn ich da reingehe, dann hier nach oben kommen werde, schätze ich mal. Deswegen mache ich das gleich mal. So. Und rein da. Und wieder ein weiterer Bonusraum. So ein bisschen. Ja. Ist hier hinten irgendwas? Warte mal. Nee, sieht nicht so aus. Da komme ich ja her. Nee, okay, gut. Ja, ich muss hier, ich sehe schon, ich muss hier die Kugelbillys benutzen. Und dann hier einen weiteren Parcours bestehen. Das ist ganz cool auf jeden Fall, dass man hier bei diesen Bonus-Arealen dann häufiger solche Parcours bestehen muss. Genau, sehr schön. Häufiger solche Parcours bestehen muss man dann auch die Fähigkeiten von den ganzen gekaperten Gegnern oder Objekten dann auch benutzen muss. Das ist echt ganz cool. Soll ich mal hier entlang? Okay, und das war auch eine kluge Idee. Ich muss nämlich erstmal hier aussteigen. Genau. Und dann hier weitere Münzen mitnehmen. Am besten mal kurz wieder hier den zeitlichen Move machen. Das reicht nicht ganz leider. Machen wir erstmal dann vielleicht hier die oberen oder sowas. Aber ich brauche jetzt da nicht auch nicht alle Münzen, das passt schon. Ich meine, am besten wieder kurz gleich zu... Kamera, kann die Kamera... Kamera? Okay. Kann die Kamera bitte sich... Nee, ich kann die Kamera nicht weiter drehen. Irgendwie. Ego-Perspektive kurz wechseln, geht es dann? Moment. Abbrechen? Nee. Kann ich die Kamera jetzt echt nicht so drehen? Ich würde nämlich ganz gerne schon sehen wollen, wo ich hinfliege. Ehrlich gesagt. Ich kann die Kamera da nicht weiter drehen, na toll. Da muss ich es halt so machen. Ja, okay, es geht schon irgendwie, aber es ist trotzdem nicht so ganz optimal gewesen. Aber na gut. Hier will ich dann weitergehen. Oder weiter fliegen. Wieder ein bisschen Gas geben. Und dann mal hier wieder kurz anhalten. Da gab es noch einen Geheimweg. Er ist auch ziemlich verwirrend aufgebaut sogar, finde ich. Ich weiß eigentlich jetzt nicht, was der richtige Weg ist und was der falsche Weg ist. Aber dieser andere, dieser schmale Gang sieht schon nach Bonusweg aus, finde ich. Deswegen gehe ich erstmal den entlang. Da ist ein Mond. Oh Gott. Ja, die Frage ist es jetzt der richtige? Also der, den ich hier auch hauptsächlich kriegen soll, oder halt nur so ein Bonusmond? Ja, ein Mond für dich. Um das Kugelwilli-Labyrinth herum.
Ne, ist anscheinend nur ein Bonusmond gewesen. Weil ansonsten wäre jetzt hier irgendwo eine Röhre, wo ich dann wieder rauskommen kann oder sowas. Deswegen ist es auch wirklich alles nur ein Bonus, diesen Weg hier entlang zu gehen. Und deswegen war es auch klug, dass wir das zuerst entlang gelaufen sind oder entlang geflogen sind, wie auch immer. Weil es eben, wie gesagt, Bonus war. Also passt alles. So, und jetzt dann gleich hier entlang gehen. Bei diesem Rad hier. Das wird aber auch... Oh Gott. Ne, machen wir nochmal neu. Ich muss da schon noch richtiges Timing haben. Das ist aber nicht einfach. So, nochmal herkommen. Ich muss ja immer auf diesen X'en da stehen, auf diesen roten. Okay, jetzt. So, dann hier rein. Und jetzt hier ein bisschen mit... Oh Gott. Mitfliegen. Ach du Scheiße. Das ist echt ziemlich... Ziemlich schwierig schon, wie ich finde. Okay, ja, ich war da jetzt auch ziemlich angespannt. Weil es jetzt auch durchaus hätte schief laufen können, aber es passt alles. Und ein weiterer Mond. Yay! Mitten durch das Kugelwilli-Labyrinth. Cool. Da komme ich jetzt oben wieder raus, auf diesem Turm da, oder auf diesen Ruinen. Das wäre ganz schön. Genau, weil hier ist noch ein bisschen mehr zu erkunden. Ja gut, aber da komme ich wahrscheinlich auch erst später dann hin. Was ist denn hier? Irgendwie eine Vogelscheuche oder sowas. Okay. Hm, keine Ahnung, was die da soll. Aber na gut. Und noch ein paar weitere Münzen, die wir hier kriegen können. So. Und auch noch hier. Und sogar noch ein paar mehr. Alles klar. Gut. Aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was dann hier auf diesem Part von Let's Play Super Mario Odyssey. Beim nächsten Mal wird es dann hier im Wüstenland noch weitergehen. Und das kann man dann vielleicht auch schon abschließen, schätze ich mal, weil viel fehlt uns ja nicht mehr. Wir müssen halt nur noch hier reingehen. Gut, ich meine, ich weiß halt nicht, wie groß die Pyramide noch innen drin sein wird, weil ihr könnt ja auch da eben auch reingehen. Und wenn es so ein riesengroßer Dungeon ist oder sowas, dann dauert es vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung. Aber normalerweise sollten wir es beim nächsten Mal, glaube ich, schaffen, das hier dann schon abzuschließen. Würde ich jetzt mal so tippen. Und in diesem Part haben wir jetzt immerhin 9 Monde, glaube ich, kriegen können, was auch ganz gut ist. Und wir haben viele neue, coole Tricks bei Mario gelernt, vor allem halt diesen hier, den ich jetzt schon ein bisschen mehr verinnerlicht habe. Den hier, mit dem man wirklich super weit kommen kann. Und werde ich in Zukunft bestimmt auch häufiger einsetzen, um mir dann so ein paar Stellen leichter zu machen. Ich meine, obwohl ich natürlich trotzdem mir noch die Schwierigkeit behalten will, ich will schon die Stellen auch manchmal immer, vor allem wenn sie schwierig und cool sind, so machen, wie sie auch gedacht sind. Aber ich liebe es halt auch, in Mario-Spielen so ein bisschen zu tricksen und Blödsinn zu machen. Und das können wir mit diesem Trick. Deswegen werde ich das dann in Zukunft, glaube ich, schon noch ein bisschen häufiger machen, diesen Trick anzuwenden. Aber werden wir dann schon noch sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.